Hallo und herzlich willkommen bei Tiptop Tube. Wir sind heute hier beim Mixmarkt. Kann man in Russland. Da oben steht das. Wussten das? Ach da, genau. Genau, seit wir nämlich in Berlin in diesem Türkengeschäft gewesen, also Türkenladen, ich weiß nicht, das soll jetzt auch nicht diskriminiert sein. Ich bin hier kein Rassist oder so, kurz mal nur am Rande bemerkt, falls da jetzt die ganzen Kommentare unten kommen, Rassismus und so weiter, alles Quatsch. Wir sagen das einfach nur so. Also, nachdem wir in diesem Türkenladen waren, wollen wir jetzt hier mal in das Russengeschäft rein und da gehen wir jetzt auch hin. Ich nehme welchen Einkaufswagen mit. So, hier sind schon mal die riesengrößten Melonen der Welt. Willst du eine mitnehmen? Eigentlich würde ich gerne, ja. Aber 99 Cent. Pro Kilo. Pro Kilo. Nehmen wir eine mit. Guck mal, Mama hat doch die dicksten Melonen hier, ne? Was lacht ihr so schäbig? Und hier gibt es russische Gurken. Was ist denn da russisch dran? Guck mal, das sind so ganz kleine. Sind doch ganz normal, oder nicht? Das sind solche Einleggurken. Cocktailgurken. Die sind auch cool. Und Spreewaldgurken. Die nehme ich jetzt auch. Und die Trauben nehmen wir hier mit. Die haben wir auch schon in Berlin geholt, ne? Und die waren richtig gut. Und jetzt haben wir hier Ash gerade dabei erwischt, wie er sich in diesem fantastischen, riesen, ich weiß gar nicht, was ist das alles? Das ist hier alles voller Bonbons hier. Während Ash jetzt und auch die anderen Jungs da hinten gerade mal ein paar Sachen raussuchen, also ein paar Bonbons, hat Mama hier was anderes gefunden. Direkt, was ich noch nirgendwo gesehen habe. Was denn? Und zwar Quast. Das haben wir früher getrunken als Kinder ganz viel. Was ist das? Brause? So ähnlich. Davon nehme ich jetzt jede Flasche. Also pro Dings. Weil ich weiß nicht, wonach das was schmeckt. Also. Ole und ich waren gerade noch bei der Wurst. Wir haben jetzt hier so Cavanossis gefunden. Ich bin gespannt, wie die schmecken. Nehmen wir mit, ne? Nehmen wir auf jeden Fall mal ein. Ich bin echt gespannt. Pack rein. Perfekt. Drin. Und jetzt muss ich Mama mal fragen, was das ist hier. Natach Dari. Nein, das ist eine Brause mit Birnengeschmack. Ich habe jetzt auch noch was Cooles. Guck mal, wir wollen jetzt hier diese 3 Liter Dinger mitnehmen, aber ist die Frage, was ist das hier? Mit Süßungsmitteln? Ich glaube, hier ist. Warte, ich kann das lesen. Was ist? Ole kann lesen? Achso, ja, das ist es. Okay, das nehmen wir mit. Wir nehmen einfach das Grüne, weil Grün ist bestimmt cool. Jetzt nehmen wir einfach so ein 3 Liter Ding mit. Ich glaube, ich auch noch nicht. Ich hätte es mal bei Christi probiert, aber ich weiß nicht mehr, welche Farbe das war. Was hast du? Irgendwo muss doch hier hinten draufstehen, was das ist. Auf Deutsch am besten. Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln. Machst du mal. Waldmeistergeschmack, das hier ist Waldmeister. Das hier, das sieht irgendwie aus das ist wie ein verkrüppeltes A. Nee, keine Ahnung. Das könnte auch Öl sein, ne? Birnengeschmack. Wow, lass mal nicht mitnehmen, oder? So, und hier kann man noch mal ein bisschen Fisch kaufen. Und jede Menge Fleisch. Alles da zum Grillen, ne? Wollen wir einen Grillabend machen heute? Aber wir wollen doch sowieso noch weiterfahren, jetzt heute erstmal nicht. Und hier gibt es auch noch die Rewe oder Sky Eigenmarke, ja, auf Russisch, heißt natürlich da. Und russisches Nutella. Okay, ich glaube, das ist hier genauso wie überall anders auch, oder? Ja, ist das gleiche. Und nur hat Mama mich gefragt, ob ich das schon alles gezeigt habe hier. Und da habe ich gesagt, das kann sie ja mal machen. Und sie sagt, das kenne ich alles gar nicht. Sowas gibt's doch bei Deutschen auch, oder? Ja, Kuhbonbons. Kuhbonbons, noch näher dran. Kuhbonbons, ne? Kuhbonbons. Ich darf hier gar nicht so lange sein, sonst breche ich noch mein Zuckergelübde. Und Sonnenblumenkerne. Hast du sie schon gesehen, Schnucki? Deine Sonnenblumenkerne sind hier. Ja. Nimm welche mit. So, Ash wollte sich gerade dazwischen quetschen mit irgendwelchen anderen Sachen, aber da kommen wir gleich hin. Jetzt sind erstmal hier deine Sonnenblumenkerne dran. Also nimm welche mit von diesen. Wie viele sind das hier? Also Sonnenblumenkerne. Eingepackt. Und Ole, was hast du gefunden? Typisch russisch, Polizei. Muss man haben, ne? Ja. Standard. Und hier kommt jetzt Oles neue Mütze. Steht nicht? Nee, dreh dich mal. Steht und auch die Ohrenklappen mal runter. Nein, musst du nicht, alles gut. Nee, das geht nicht. Kannst mitnehmen. Und ich habe jetzt hier was richtig Cooles gefunden. Und zwar gibt es hier Fisch in einzelnen Portionspackungen verpackt. Eigentlich so wie Haribos, aber hier als Fisch. Max, in was für eine Abteilung hältst du dich hier auf, bitte? Ja, das ist jetzt nicht meine Abteilung, aber trotzdem ist es aufgefallen. Dann schaut man sich das hier mal so an. Ne? Habe hier so ein Echtso-Logo. Das ist überall hier. Echt? Da ist das drauf. Das ist nicht das Echtso-Logo, das sind Wellen. Ja, aber das ist ein E. Bei dir sieht das so aus. Ja, aber es ist ähnlich. Gehen wir mal aus der Bierabteilung raus. Ja, komm, ich scheuche euch mal weg hier. Weg. Jetzt gehen die hier hin. Leute, was stimmt nicht mit euch? Jetzt könnten wir schon fast das mit dem höchsten Prozentsatz suchen, oder? Machen wir eine Wodka-Challenge. Sind wir denn hier so gemacht? Dann geht mal auf die Suche. Ich gehe mal weg hier. Das ist nichts für uns. Und Mama hat hier was Tolles gefunden. Ich habe es gefunden von früher. Das habe ich so gerade eben erzählt. Quark. Cool. Wow. Yeah. Und in der Zwischenzeit haben die Jungs hier auch den Brennspiritus gefunden. Ich glaube, Spiritus, also das ist für Motoren so, also Treibstoffersatz, ne? Ja, genau, Treibstoffersatz. Die Flaschen sehen mal richtig gut aus. Aber hier in unserer Abteilung. Und Mama hat jetzt hier noch mal ich was hier. Ich habe hier noch mehr gefunden. Guck mal, ich würde so gerne mit dem, wir fahren dann jetzt weiter.
Das ist auch ein cooles, das ist Eis. Sieht aus wie Butter. Nee, das ist Eis. Warte mal. Plombier, kennt ihr, habe ich schon mal gehört. Ja. Damals, als ich noch Eis gegessen habe, war das mein Lieblingseis. Und wir sind hier in der Snackabteilung angekommen. Ich hab was gewonnen. Salz. Guck dir mal das an hier. Wollen wir ein paar Riesensalzstangen mitnehmen? Hier. Also jeweils einen nehmen wir mit. Okay, Salz und Sesam. Sicher Sesam. Und es gibt ja hier noch ein paar mehr. Ja, können wir mitnehmen. Ja, hier, trag alles zum Einkaufswagen. Ich habe noch nicht so viele, guck mal, die Auswahl an diesen Fischstäben. Weißt du, wie viel es gibt? So viele von diesen Ringen hier. Und auch in ganz groß, guck mal. Das kenne ich nicht. Cool. Hier noch ganz klein. Nimm mit. Und hier gibt es die Ringe auch noch mal in etwas dünner. Guck mal, hier kannst du noch mehr Ringe mitnehmen. Oh ja. Welche Hand? Oh, oh. Cool, ne? Und Marie fühlt sich wie zu Hause. Ja, echt. Sehr lieb. Das ist die ganze Wand hier voll. Am liebsten von jeder Sorte was mitnehmen, ne? Und das ist jetzt hier bei unserem Einkauf hier im Bixmarkt rausgekommen. Süßes, 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 süßes. Komm mal runter. Und gesundes. Naja? Wer will das? Ich esse das. Dann esse ich das alleine. Ich habe schon gerade gefragt. Oh. Ich nehme die mit. Du bist halt so eine Süße, ne? Ja, guten Appetit. Und du probierst auch mal. Und es geht zur Kasse. Mal sehen, was wir hier jetzt gleich bezahlen. Und du hast doch für mich auch noch was. Und zwar diese XXL-Karotten hier. Die wollen wir haben. Und Ash holt, glaube ich, noch mal sein Eis, ne? Und da kommt der ganze Trupp hier vom Einkaufen zurück. Alle mit dem Eis in der Hand, Eis in der Hand, kein Eis in der, Eis in der Hand. Und das ist unser Einkauf. Okay, dann schmeiß alles rein. Und das war's. Der Kofferraum ist bis oben hin, na okay, nicht ganz so voll, aber wir haben gut was eingekauft. Und dann würde ich sagen, was das jetzt hier auch mit unserem Video, ne? Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Der Rest sitzt im Auto. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.